Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Jack Keane. Wir sind hier in diesem Hotel und ich habe so keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Ich habe jetzt vor allem noch ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich weiß sowieso gar nicht mehr, wo genau wir waren. Hier kamen wir nicht rein, richtig? Verschlossen. Ja, verschlossen. Ach genau, wir konnten immer das Kaminfeuer löschen und dann diese Dinger nehmen. Aber sobald er wieder zurückkommt, mussten wir die wieder zurück tun. Was haben wir denn noch? Wir haben ein Messer, ein Kompass, ein Seesack, ein Bolliglo-Haarwachsprobe, ein Räucherstäbchen und ein Glas Wasser. Wann kann ich denn vielleicht hier den Stern anmalen? Ah. Nein, jetzt ist doch der Stern schmutzig. Ich hole das Putzmittel. Das sieht er von hinter dem Tresen. Und er das Putzmittel. Junge, Junge. Was war denn das andere, was dann auf dem Tresen stand? Wie schön. Jetzt glänzt er wieder. Das da unten, das ist ja kein Putzmittel. Kann ich die vielleicht vertauschen? In alter Adventure-Manier. Was ist denn das da unten? Terpentin. Das könnte man ja mal probieren. Wir löschen nochmal das Kaminfeuer. Aus unserem nie leer gehenden Glas Wasser. Denn was man bei diesen Temperaturen wunderbar gebrauchen könnte, glaube ich. So, kann ich denn jetzt hier. So, nehmen wir das Put. Hallo, Jack. Nimm das. Jack. Wo gehst du denn immer lang? Nimm das Putzmittel. Nimm das Terpentin. Und jetzt probieren wir das mal umzudrehen. So, nehmen wir das Terpentin nach oben. Aha, das geht sogar. Und das Putzmittel nach unten. Gut, und dann malen wir nochmal den Stern an. Ich weiß zwar nicht, löst er, vielleicht löst er sich dann auf. Achso, später vielleicht. Okay. Vielleicht löst sich der Stern ja auf, wenn er das mit Terpentin dann sauber machen will. Und wir können ihm sagen, ey, du hast gar keinen Stern. Und dann, weiß ich nicht. Nein, jetzt ist doch der Stern schmutzig. Ich hole das Putzmittel. Vielleicht ist er dann so deprimiert, dass er uns doch ein Zimmer gibt. Wir können nämlich nicht auf das Zimmer, das Montgomery reserviert hat, weil wir eben nicht Montgomery sind. Da hat der gute Hotelier natürlich recht. Also theoretisch hat er damit recht, aber es hilft uns nicht, um im Spiel voranzukommen. Junge, Junge. Okay. Er ist sauber geworden und immer noch da. Trotz des Terpentins. Au! Oh. Ah! Seltsam. Was war das denn für ein Geräusch? Dann nehmen wir den bronzenen Stern und können wir jetzt mit ihm reden. Ey, du hast gar keinen Stern mehr, oder so? Mein Stern! Sie müssen mir sofort meinen Stern wiedergeben! Machen Sie keinen Unsinn, Mann! Tun Sie ihm nichts! Ich muss ihn sofort wiederhaben! Ich hab hier einen Stern. Was wollen Sie von mir? Ich möchte, dass Sie für mich O Sole Mio singen. Ich möchte, dass Sie für mich O Sole Mio singen. Na gut. O Sole Mio! Jetzt zufrieden? Nee. Ich möchte meine Belohnung runter von der Insel. Ich möchte meine Belohnung und runter von der Insel. Bitte. Aber ich habe doch Ihre Belohnung nicht. Das sagst du. Ich möchte in das Zimmer von Mr. Montgomery. Okay. Schön, schön. Sie dürfen rein. Wenn Sie mir nur meinen Stern wiedergeben. Na gut. Hier ist der Schlüssel. Aha. Also. Oh, mein geliebter Stern. Ja. Das war böse von Ihnen. Was? Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Super, Schlüssel. Ein einfacher Schlüssel. Ein einfacher Schlüssel, der uns aber zweifach... Nein, der uns auch nur einfach... Ein einfacher Schlüssel. Ja. Schlüssel, Zimmer Nummer 7. Schlüssel für Zimmer Nummer 7 mit Tür, Zimmer Nummer 7. Und jetzt rein. Bonus, yeah! Was für ein Bonus? Da fehlt noch etwas. Hey. Na also. Hä? Wie schön. Zumindest meine persönlichen Habseligkeiten konnte ich bergen. Ach so, okay. Hat er erstmal ausgepackt hier. Was hier? Eine Wunder an, nein, doch nur eine Öllampe. Aus Brandschutzgründen außer Betrieb. Och, wie doof. Ausgestopfter Papagei. Das ist Peanut, mein ausgestopfter Lieblingspapagei. Peanut, wie cool. Deko-Piratenflagge. Sie verleiht dem Zimmer erst das gewisse staatstragende Flair. Ja. Ein kleiner Erinnert Globus. Mich immer daran, dass es noch viele Orte gibt, die ich noch nie gesehen habe. Ja, ein Tisch. Huch. Ja, erstmal, du musst erstmal so einen ein großen Tisch Bogen mit steinerner Tischplatte. Seesack. Mein guter alter Seesack. Genau.
Ach, das ist auch der Tisch hier. Sieht eher aus wie ein Stuhl. Interessant. Kommode? Ein eher alltägliches Möbelstück. Okay. Kleiderschrank? Könnte ich irgendwas tun? Ein massiver Kleiderschrank. Da könnte ich diese ganzen schweren Gegenstände aus meinen Taschen reintun. Andererseits möchte ich sie lieber bei mir haben. Andererseits hast du gar keine schweren Sachen dabei. Ein Messer, ein Kompass, hier Haarwachsprobe, ein Räucherstäbchen und ein Glas Wasser ist nicht so schwer. Oh, geheimes Päckchen. Oh, oh, oh. Das ist doch nicht das, was wir verschickt haben, oder? Ist das zu glauben? Das ist das Paket, das ich für Montgomery in Kapstadt aufgeben musste. Es ist doch tatsächlich. Es ist kein Geld drin. Wie soll ich denn jetzt von dieser verfluchten Insel wegkommen? Scheiße. Hm, ein Brief. Das sind wohl Notizen, die der Agent geschrieben hat. Okay. Bla, 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 bla. Kann dem zwielichtigen Kapitän nicht trauen, also schicke ich meine wertvollen Sachen voraus. Bitte? Bla, 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 bla. Den Lohn für den Kapitän habe ich sicherheitshalber in Immobilien angelegt. Bitte? Was? Er hat mein Geld in irgendwas reingesteckt? Bla, 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 bla. Und wenn ich auf der Insel ankomme, wartet sicher ein netter Profit auf mich. Oh nein. Wie bekomme ich nur mein Geld zurück? Montgomery. Nachdenken, Jack. Nachdenken. Wenn er mein Geld irgendwo in Immobilien angelegt hat, dann muss ich nur hingehen und Anspruch auf den Besitz erheben. Vielleicht ist noch etwas in dem Paket, das mir dabei helfen könnte. Ja, guck mal nach. Guck doch mal nach. Was ist denn da drin? Besitzurkunde, Agentenausweis von Mr. Montgomery. Könnte wichtig sein. Ja. Der Besitzer hat Anspruch auf einen gewissen Besitz, aber sehr konkret wird die Urkunde nicht. Super. Kann ich ihn benutzen? Hier mit, weiß ich nicht, mit, keine Ahnung. Nein, leg ihn nur weg. Was haben wir hier? Bilder mit Voodoo-Motiven? Wer hat die da hingehängt? Der Hotelier? Das macht mir Angst. Schlafen kann man nicht, kann man sich ein Rundchen ins Bett legen. Oh, was ist da? Eine rote Socke. Warum auch immer wir die mitnehmen. Auf rote Socken sollte man ein Auge haben. Die machen immer, was sie wollen. Ja, das machen auch nur die Roten. Also alle anderen, da passiert das nicht. Nee, du sollst eigentlich nicht die Treppe einfach nur mal rausgehen. Hier ist nämlich die Wäscheleine. Komme ich denn irgendwie dran? Kann ich das Fenster irgendwie aufmachen? Das sollte ich mir genauer ansehen. Ja, mach doch mal das Fenster auf. Okay, wir haben den Agentenausweis von Montgomery. Damit können wir doch bestimmt jetzt bei diesen zwei Türstehern im Freien durchkommen. So, hier, benutze Agentenausweis. Aha! Schon wieder... Ja. Ich bin Brite und möchte ins Dorf. Ich bin Brite und möchte ins Dorf. Ha! Da könnte ja jeder kommen. Könnte genau. Schon. Wir möchten schon einen Ausweis sehen. Den haben wir. Wie ich sehe, sind wir uns mal einig. Wir mich nicht. Ich bin ein eigenständiges Individuum. Genau. Wie, ich hab doch... Oh, na gut, dann eben nicht. Sie sehen... Ja, ja. Ich komme später. Nur... Ja, ja. Ich wollte Ihnen das doch direkt geben hier. So. Das wird nicht funktionieren. So, benutzen mit britischer Soldat. So, so. Mr. Montgomery aus London also. Ja. Für einen 45-Jährigen hat er sich aber gut gehalten. Ja. Besonders Englisch wirkt er auch nicht. Ob er Tee trinkt? Excuse me? Kaum. Aus London stammt er wahrscheinlich auch nicht. Was? Meinst du? Wir sollten ihn fragen. Ja, ich stehe nämlich direkt daneben. Also, Mr. Montgomery, eine kleine Frage. Jo, schieß los. Geradezu lächerlich für einen Londoner. Ah, dann. Welche Vogelart findet man auf Londons berühmtesten Uhrturm, dem Big Ben? Wie gut, dass wir da... Wer erinnert sich die allerersten Folge? Da waren wir auf dem Big Ben... Und eine Krähe wird es dann wohl gewesen sein, hatte sich unser Messer gemopst. Krähen? Das stimmt. Ja. Aber das war ja auch leicht, das wissen sogar Touristen. Na hör mal. Wir werden Ihnen noch eine zweite Frage stellen. Also, um 8.45 Uhr fährt in London einer dieser modernen Züge in Richtung Birmingham los. Neumodischer Kram. Zur gleichen Zeit fährt in Birmingham ein Zug nach London. Beide fahren 20 Meilen pro Stunde. Okay. Der Zug aus London hat Rückenwind Stärke 3. Es regnet. Welche Temperatur hat der Tee des Schrankenwärters am Bahnübergang ins Rattlebury um genau 17.30 Uhr? Was? 98 Grad. Es gibt gar keinen Bahnübergang in Throttlebury.
Wo willst du hinten, Sam? Es gibt gar keinen Bahnübergang in Throttlebury. Das ist leider definitiv die falsche Antwort, Mr. Montgomery. Scheiße. Wir müssen Ihren Ausweis einziehen und dürfen Sie nicht ins Dorf lassen. Nein. Hey, nicht den Ausweis. Oh, verdammt. Nee, die haben jetzt nicht echt meinen Ausweis genommen. Da habe ich mir gerade so, Manu, können die sagen nichts was anderes? Was sagen? Wollen Sie denn noch, Sie Betrüger? Na gut, ich gebe zu, ich war nicht ganz ehrlich. Na gut, ich gebe zu, ich war nicht ganz ehrlich. Sie wollten uns anlügen. Sie sind Abschaum. Nee, Moment. Nein, das nicht. Was soll ich denn noch sagen? Es tut mir leid. Was soll ich denn noch sagen? Es tut mir leid. Würden Sie uns denn erneut anlügen? Auf gar keinen Fall. Also, niemals. Also niemals. Wirklich. Na, dann wollen wir mal Gnade vor Recht walten lassen, Mr. Montgomery. Keen Kunz Montgomery. Kunz. Kunz. Kunz? Das hört sich aber ganz und gar nicht britisch an. Wir werden doch keine Gnade walten lassen. Nein. Wir bleiben draußen. Oh komm, ich hab nur Spaß gemacht. Wollen Sie denn noch? Ich hab Spaß gemacht. Ach, kommt schon, manchmal muss man ein bisschen flunkern. Och, kommt schon. Manchmal muss man eben ein bisschen flunkern. Also, wenn Sie Ihre Schuld nicht mal einsehen, können wir gar nichts machen. Okay, hätten wir diese Option auch abgehakt. Was wollen... Wer sagt mir eigentlich, dass Sie beide keine Betrüger sind? Na? Wer sagt mir eigentlich, dass Sie beide keine Betrüger sind? Na? Also, wenn Sie Ihre Schuld nicht... Ja, okay. Probieren wir nochmal den Papagei. Was wollen... Ich hatte mal einen Papagei, der Montgomery hieß. Reicht das? Ich hatte mal einen Papagei, der Montgomery hieß. Reicht das? Also, wenn Sie... Okay, geht auch nicht. Gut, dann... Was entschuldigen wir uns nochmal. Na gut. Sie wollten uns... Was soll ich noch sagen? Es tut mir leid. Was soll ich denn noch sagen? Würden Sie... Also niemals, wirklich. Also nie... Na dann... Mr. Montgomery. Montgomery. Sie können es... Wir werden... Okay, nochmal. Was wollen... Ich Na gebe gut. Zu. Sie wollen... Was soll ich denn... Tun? Tut mir leid. Niemals. Also, na dann... Mr. Keen. Keen. Aufgrund Ihrer Sturheit und dem unbedingten Willen, indischen Boden zu betreten, wollen wir Ihnen mal glauben, dass Sie Brite sind. Okay. Na, endlich. Willkommen in Botana, Mr. Keen. Vielen Dank. Und stellen Sie nicht noch mehr Unfug an. Nein, niemals. Ich käme nie auf die Idee, das zu tun. Hallo, Elefant. Endlich darf ich dich mal angucken. Ein indischer Arbeitselefant. Okay. Heuhaufen. Oh, Assassin's Creed. Ein schöner Platz zum Ausruhen, solange keine Nadeln drin sind. Ja. Kann man hier irgendwie hinunterklettern und dann... Ist hier irgendwas? Hier können wir schon nachher angeln oder so. Da ist nämlich ein Fisch. Frische, hungrige Fische. Aha. Schade, dass ich meine Angel an der Steilküste verloren habe. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja sogar eine Angel. Verdammt. Hier rüber kommen wir nicht. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Und schau mal, was es hier sonst noch so gibt. Ein Käfig. Wer ist da eingesperrt? Ich frage mich, ob das Gefängnis tatsächlich für eine Pflanze gebaut wurde. Oh, da ist eine Pflanze. Ich frage mich, ja. Ob das Gefängnis okay. tatsächlich für eine Pflanze gebaut wurde. Ja, manche Pflanzen, fleischfressende Pflanzen, müssen schon mal ins Gefängnis. Da muss man ganz schön drauf aufpassen. I see faces. Pops. Pops wat? Mr. Gupesh. Woher kennt er immer schon die Namen? Hallo, Signore. Der Einkaufsladen hat noch nicht geöffnet. Das stand aber open. Es ist noch zu früh, du verstehst. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz. Dio mio, ich bin ein Geschäftsmann, Signore. Sie sind ein italienischer Geschäftsmann. In Indien. Ich bin Inder. Aber ich arbeite mit italienischen Methoden. Ach so. Genauer mit sizilianischen Methoden, du verstehst. Oh, oh. Mafia. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Wirklich? Nein. Doch. Stronzo, ich bin die Familie. Sag ich doch. Die heimliche Autorität dieses Dorfes. Okay, der Pate. Meinst du etwa die Mafia? Meinst du etwa die Mafia?
Die schrecklich berüchtigte Tooth Island Mafia, ganz genau. Die schlimmste der Welt. Habe ich noch nie von gehört. Habe noch nie von euch gehört. Das kommt daher, weil wir so verdammt unauffällig arbeiten. Okay. Oh hoppla, in diesem Familienkreis wollte ich gar nicht eintreten, sage ich in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und tschüsschen.